So, Freunde, herzlich willkommen zur, ich würde sagen, dritten Folge, nee, vierten Folge von Let's Play Haunted Mansion. Ich habe nochmal nachgeschaut, vorsichtshalber. Wir haben gar nicht mal mehr wirklich so lange, bis wir ja fertig mit dem Spiel sind, kann man so sagen. Okay, warte mal, wir haben jetzt 750 Seelen, wir haben mit 750, glaube ich, aufgehört, soweit ich weiß. Hoffentlich habe ich jetzt nicht irgendwie nicht abgespeichert. Das wäre natürlich ein bisschen anders scheiße. Nee, nee. Wir können zum Beispiel diese Tür öffnen. Können hier rein. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Das wird jetzt natürlich überscheiße, wenn ich jetzt... Nee, ich glaube, wir haben wirklich auch mit 750 aufgehört. Okay, da oben ist der Schalter. Nee, nee, alles gut. Wir haben gar nicht mal mehr so weit vor uns. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich glaube, wir haben circa noch einen Part. Das ist, glaube ich, auch, denke ich mal, auch der letzte Part des Spiels. Dann ist, glaube ich, das Spiel auch wirklich zu Ende von der Story. Das ist gar nicht mal mehr so weit. Natürlich, ich zum Beispiel kenne jetzt das Spiel... Oh, was zur Hölle? Okay. Ah, okay, ich verstehe, ich kann wechseln. Ich zum Beispiel kenne jetzt das Spiel zum Beispiel gar nicht. Und dementsprechend ist es für mich ändert sich das immer komplett? So. Hier kommt der Boogeyman. Alter. Das ist crazy. Da gibt es bestimmt noch mehr von Auswahl 2. Kann ich mir gut vorstellen. Fick dich, fick dich, fick dich. Okay. Und was hat das jetzt genau für einen Sinn? Ah ja. Erzähl mir das doch gleich nochmal. Oh nein. Oh ne. Das ist schon richtig. Ey! Ne, ne, das ist schon richtig so. Nein. Das ist schon richtig so. Mein lieber Herr Gesangsfeind. Wie ändere ich das hier? Das hier muss ich ändern. Das ist natürlich der Ausgang. So, das tauschen wir. Das tauschen wir. Ob ich schon so richtig, was ich gar nicht verstehe. Wie kriege ich das hier, das weg? Das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich nicht. Wie bekomme ich... Ich meine, das ist ja alles schön und gut hier so, ne? Das hier. Das ist ja alles schön und gut, aber... Wie kriege ich... Das Gelände hier... Dorthin. Das ist das, was mich jetzt... So ein bisschen irritiert. Moment kurz. Das ist das, was mich gerade so ein bisschen irritiert. Ich mache, glaube ich, irgendwas ganz verkehrt. Irgendwas mache ich ganz verkehrt, Freunde. Lass mich nur kurz luschen, was. Okay, das ist richtig. Was? Welcher Teppich ist das? Der hier? Aha. Ach so, das ist ein... Ah ja, das ist okay, gut. Das ist... Das ist den dritten Teppich zum Beispiel habe ich gar nicht gesehen. Sag ich dir, was ist? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Den hatte ich gar nicht irgendwie im Blick gehabt, aber ey... Wir haben eine ganze Stunde Zeit, von daher ist alles okay. So. So, ich klatsche dich, du Hurensohn. Du fetter Wichser, Junge. Na, komm her. Wunderbar. So, wir haben jetzt hier Gott sei Dank... Fick dich, kreuzweise. Wunderbar. Wunderbar, haben wir geschafft. Du liebes bisschen. Jawohl. Ach, hallo. Ich glaube, die gibt uns den letzten Stein. Nein, danke. Er zeigt das jedem. Er ist so ein Zigeuner. Och nein, danke. Ich verzichte gern. Der fünfte Stein, meine Freunde. Der rote. Ganz, ganz komische Ziege. Jawohl, 860. Oha. Stirb, jawohl. Wir haben jetzt die volle Kraft, wir haben jetzt die volle Power, Freunde. Die volle Power haben wir jetzt, wir haben 860 Seelen.
860 verfickte Seelen, Digga. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt, die volle Macht, die wir haben. Jetzt müssen wir ein bisschen rumsuchen. Was ist offen, was ist noch nicht gebunkert worden, geplündert worden, was ist noch zu öffnen? Jetzt müssen wir ein bisschen luschern. Also, wenn wir bestimmt noch die eine oder andere Tür finden, die zum Beispiel noch zu ist, hier zum Beispiel der Bereich vielleicht noch irgendwas offen, oder haben wir hier alles abgehakt? Hier vielleicht? Nein, hier ist, glaube ich, alles safe soweit. 860. Die letzte Tür. Die letzte Tür in diesem Gebiet, in diesem Bereich. So. Kurz alle wegsneaken. Und bis jetzt ruckelt es sehr, sehr wenig. Es lag wirklich daran, dass ich Benzin am Start musste. Dann lief es auch wirklich ohne Probleme. So. Oha. Oh, cool. Hier kann ich gar nicht raus. Doch, hier muss ich raus. Achso, ich verstehe schon. Ach Gott. Achso, hier hoch zum Beispiel. Dann kann ich hier hoch. Dann kann ich wieder hier hoch. Dann kann ich so, so, so. Wunderbar. Dann kann ich das hier drehen. Und jetzt. Ah. Okay. Kommt das Ding mit? Oder? Also was ist jetzt genau das Ziel? Wo ist jetzt das Licht? Wo ist jetzt das Licht? Nö, das ist okay. Das ist okay. Warte, 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 warte. Nein, nein, falsch. Der muss schon richtig sein, weil anders geht's ja nicht. Ich glaube, ich habe ein Bild übersehen. Genau das Bild war's, was so Faxen gemacht hat. Ja, jetzt haben wir's. Alter. Alter, war das anstrengend. Oh mein Gott. Ey, nee, Mann. Boah, alle diese jetzt habe ich, glaube ich, 15 Minuten gekostet, Digga. Egal, Digga, ich mach die Zielaufnahme so lange, bis ich das Spiel durch hab. Auch wenn es 1,5 Stunden dauert, schnall ich eh weg, Digga.
Das tue ich mir, das kann ich eh nicht drin behalten, so wie lange ich hier gesucht habe, Digga. Ich habe anders lang gesucht. Anders lang habe ich gesucht. So. Junge, ey, das ist wirklich Katastrophe gerade gewesen. Ich habe nur nicht nur ein bisschen lang gesucht, ich habe anders lang gesucht. Weißt du, was anders lang heißt? Anders lang gesucht. Ich glaube, wenn ich nicht geguckt hätte, Digga, ich hätte locker 2 Stunden nicht da gebraucht, Digga, bis ich das rausgefunden habe. Scheiße, Digga. So, hier ist, glaube ich, alles safe jetzt. Hier müsste alles safe sein. Hier ist gar nichts mehr. Wie sieht's hier links aus? Ich vergesse das immer so. Deshalb, ich gucke halt immer so fünffach mal nach. Zu gucken, ob ich irgendwas übersehen oder vergessen habe. Also gefühlt können wir, glaube ich, jetzt mit der Seelen anzeigen. Ich gefühl die Tür öffnen. Speicherpunkt. Fick dich. So, wie sieht's hier unten aus? Haben wir. Okay, das ist der Ausgang. Sieht's auf dem Dachboden aus? 885, 860. Okay. 85 können wir jetzt, glaube ich, gleich öffnen nach der Tür. 860 dann auch. Genau, ist jetzt hier der Dachboden. Gib mir erstmal einen Scotch. Ganz fetter, ganz fetter. Fick dich, du Hurensohn. Alter, der Typ ist ein richtiger Bastard. Der zieht halt richtig Leben ab. Guck mal, der Blick von dem. Der Blick so voll geschockt so. Wir haben eh noch anders wenig Leben. Komm, erstmal alle Gegner eliminieren. Stirb. Was ist das? Ist das eine Kanone? Ein Teleskop. Oha. Ich kann aber nicht drüber springen, sondern ich sterbe ja. Ah. Gut, ich habe nichts gesagt. Was ist das? Oh nein. Oh nein. Gut, das war natürlich ein bisschen Pech. Nein, nein! Ich war doch drauf! Ich war doch drauf! Was ist das? Fick dich. Nicht cool. Komm. Chuck. Na, ey, ich hab gesprungen, Mann. Was ist denn das? Lächerlich. Lächerlich. Komm, schaff ich's. Oh Gott, komm. Gerade so. Jawohl. Jawohl, jetzt ist die Frage, wohin jetzt? Ach, Bruder, entspann dich, Digga.
Hierauf. Jetzt. Wo jetzt, Digga? Eine gute Frage. Ach, das wächst sich hier immer ab, oder was? Aha. Gut geschafft. Geschafft. Puh. Puh. Gepackt. Gottes Willen. Gottes Willen. Oh. Jesus. Jesus, 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 beim heiligen Namen. Scheiße, Digga. Ah, hier. Ihr hässlichen Wichser. Oh ne, feg dich du und so und voila. Gib mir das hier. Jawohl. Okay, mir fehlen noch 5 Steine. Was heißt Steine? Köpfe! Hier. Super. Wunderbar. Hallo. Who's responsible for keeping this thing clean for crying out loud? I can't even tell who I'm looking at. A slayer of dragons? Schon gut. If I have to wait around for one of those... Schon gut, Liebes, schon gut, schon gut. Alles gut, schon gut, Liebes. Ich hab nichts gemacht. Ich bin nur... Ach du lieber Gott. Ich bin nur auf der Durchreise. Ich habe wirklich nichts angestellt. Bitte lassen Sie mich in Frieden. Was ist denn das für ein Raum? Sieht aber cool aus. Oh, Jesus Christ. Was ist denn das für ein... Jesus, heilige Mutter Gottes. Oh, mein Auge. Okay, wir haben 26... Ach, das gehört dem Hurensohn. Fickt euch. Wunderbar. Klatscht dich weg. Klatscht euch weg, ihr Wands. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wunderbar, so. Wo ist der Lichtschalter? Wo ist der Lichtschalter?
Was ist denn das jetzt? Oh Gott! Bewegt er sich? Nein. Was ist das hier? Da vorne, glaube ich, noch etwas. Ach, Freunde der Sonne. Ah, ich muss den Kreuz. Ich verstehe. Digga, diese Spezial, das ist so krass. Das ist richtig heftig. Und das hier noch. Und schon sollte das leuchten. Wundervoll. Wundervoll, Freunde. Wundervoll. So. Och, kommt schon, Boys. Nicht euer Ernst. Lass uns mal gucken, oh Gott, wie viel ich zu untersuchen habe. Bis, oh Gott. Jesus Christus. Wo sind die. Wo ist die Scheiße? Ah! Cool. Leben. Leben, Leben, Lebenspunkte. Ah, hier. Standing. We've completed the pirate's death. Cool, stabil. Wow. Freut mich. Ich will nur noch zum Endboss. Den Wichser ficken und dann weg. Nichts wie weg von hier. 45 Minuten. Na gut. Wir ziehen die Folge durch, auch wenn die Folge 2 Stunden gehen sollte, weil... Ich glaube, ihr kriegt das gar nicht mit, so wie viel ich gerade weggeschnitten habe. Oder wegschneiden musste, weil ich... 899. Wunderbar. This is how I lost me treasure. A mutiny it were, a bunch of whiners. I always gave them a fair share. Say, matey, you found any of me lost treasure yourself? No? Well, if you do, you go ahead and keep half, which is 40%, you know. And just to show I'm a man of me word, I'll give you this here ring. It's a signet ring. Belonged to a member of that Order of Shadows, it did. Use it well, and if, I mean, when you come back, right. I'll cut you in for half the loot. Like I said, a full 30%. In fact, I could always use a good first mate. That is, if you're still in need of gainful employment when this is all over. Keep that in mind. Half of the loot for me first mate, 20%, and not a penny less. Gut, Bratan, quatsch nicht so viel. So, 999 Seelen. The markings on this ring seem familiar. The foyer. That's it. This ring is the key to the device in the foyer. We must return there. Gut, das heißt, wir müssen sozusagen jetzt in den Anfangsraum und ich glaube, wir können jetzt zum Endgegner. Oh nein. Oder willst du mir helfen? Ich glaube, wir können zum Endgegner, weil wir haben 999 Seelen. Also eigentlich Maximum, aber ich will den Typ noch ficken. Was macht der Uhrensohn? Ach, scheiß auf ihn. Scheiß drauf. Gar keine Zeit für sowas mehr, Digga. Gar keine Zeit, gar keine Lust.
So, der Foyer. Also wir haben jetzt sozusagen alle Türen zu. Beziehungsweise eigentlich alles abgeschlossen. So, jetzt können wir wirklich. The Hallway, okay. Ganz zurück. Mann, ich geb dir gleich. Wunderbar, so. Nein, 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 falsch, falsch, falsch. So, wir sind jetzt wieder im alten Raum. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur den... Oh, nicht schon wieder der One-Zone. Foyer. Der Foyer, genau. Da scheiße ich jetzt wirklich komplett drauf, Digga. Da können die mir wirklich den Pimmel blasen bis ans Limit, Digga. Das juckt mich jetzt gar nicht. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Und hier. Der Foyer. Wunderbar, jetzt öffnet sich die Tür. Und jetzt gehen wir hindurch, meine Freunde. Wir gehen hindurch. 50 Minuten. Wir sind sogar noch gut in der Zeit. Gut, für euch. Bei euch ist es deutlich weniger. Ich glaube 10, 15 Minuten weniger. Als bei mir jetzt. Und das ist jetzt... Oh, das ist jetzt schwierig. Es vibriert, es vibriert, es vibriert. Es vibriert ganz schön. Ich glaube, das ist auch der jetzt Endboss-Fight, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Nein, 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 nein! Ihr Wichser, ihr hässlichen Kindesficker! Ihr hässlichen Wichser! Ihr Kinderficker! Wunderbar. Wunderbar. Hier sind wir. Hier sind wir. Der Pisskopf. Good, good. You've brought them to me. You will never get away with destroying the afterlife as long as we're here, Thorn. Afterlife, my dear sweet Leota. Think you that my ambitions stop merely at death's door? Oh, no, no, no. Why settle with conquering the realm of the dead when the land of the living is practically within my reach? No more of this confusing life, after death nonsense. I'm afraid from now on, it's just death, death, and more death. Zeke, the beacon! I'll be taking that if you don't mind. Your efforts are greatly appreciated, Zeke. You've collected a great deal of souls for me, not to mention all of the legendary soul gems. And thank you, my loyal minions, for giving yourselves willingly to my cause. With the energy of these souls, I will have enough power to bring darkness and decay over the heavens and the earth. No! I won't be needing this trinket anymore. Truly, everything that lives dies if you give it enough time. But patience, I'm afraid, is one of the many virtues you'll find that I, well, lack. From the mightiest king to the tiniest sparrow, all will become nothing but ashes, dust, and food for worms. Ah, yes. In the end, the worm conquers all. My feast has
begun. Oh, I'm afraid your precious beacon is quite powerful. Komm halt's Maul. Ah, okay, der hat jetzt die Kugel da reingetan und jetzt sind wir sozusagen mit Madame Leota. Wir nutzen ihre Kraft, um ihn zu zerstören. Gut, will vielleicht ein bisschen dauern jetzt, weil der schluckt schon ganz schön viel. Aber ein bisschen hin, bisschen her, bisschen hin, bisschen her. Aua. So, ziehen wir schon gut ab. Na komm. Wallah, ich fick dich. Wallah, ich fick dich, Digga. Oh Gott. Wallah, ich fick dich. Komm, zeig mir den fetten Bock, du Hurensohn. Wir haben ihn gleich down. Und komm. Jawohl, Hammers. Oh Gott. Verpiss dich, du Hurensohn. Deine fette Mutter stinkt nach Fußkrebs. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Als ob. Es geht noch weiter. Scheiße, Mann. Hoffentlich geht er jetzt direkt, Digga. Das ist jetzt die sogenannte Hölle. Wir sterben, du Hurensohn. Wallah, ich fick dich. Jawohl. Jetzt aber, komm. Geh down, Digga. Geh unter. Geh unter, geh unter, geh unter. Ganz tief unten. Genau da, wo du hingehörst. Du dreckiges Fickvieh. Hab ich schon ganz dahin gelehnt. Ich hab schon abgeschlossen mit dem Spiel, Digga. Ich check up mein Life. War's das? You doggy. Now that was some shooting. Zeke? Zeke? Oh, must I? The wind knocked right out of his sails. Oh dear. He's gone. It was an honor to have served with him. Bravest fella I ever met. He did sort of grow on you after a while. Poor little beggar. We thought we'd lost you. You were victorious! Atticus Thorn and the Order of Shadows will trouble us no more! Thanks to you, Zeke! And Madam... Leota? Leota? Madam Leota, are you there? Woo-hoo! It's over already? Did we win? Yes, yes, it's over. And everything's fine. More than fine now. They're free, Leota. The souls. You've freed them all. With their troubles finally put to rest, the ghosts resolved to haunt the mansion together. For now and ever after,
I made up my mind to stay on for a time as caretaker of the estate. And afterwards, with the blessing of Madame Leota and the others, I continued to pursue my dream of becoming a writer. Only many years later did I come to understand how, on that dreary October afternoon when I first opened the door to that haunted mansion, I had opened the door to the rest of my life. Jawohl, Digga, wir haben's geschafft, Alter. Wallah, wir haben's geschafft. Boah, war ein Wallah, war ein geiles Spiel, Digga. Richtig geiles Spiel. Hat jetzt, glaube ich, 5 Folgen gedauert. Tut mir leid, dass es ab und zu mal geleckt hat. Das liegt irgendwie an dem Emulator. Ich weiß auch nicht, Digga. Manchmal hat es so ganz, ganz komisch geleckt. Ich weiß auch nicht, warum. Wie jetzt zum Beispiel gerade vorhin. Wallah, war ein geiles Spiel, Digga. Ihr könnt Easy Mode. Es ist Secret Codes, okay, so zu einem Cheatsbuch zu bekommen. Ja, Haunted Mansion, hier haben wir es. Also, ja, Spiel durchgespielt. Wallah hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so, war ein geiles Game. Seid gespannt, was als nächstes kommt, vielleicht war selber nicht. Auf jeden Fall, ich hätte, also das war zum Beispiel ein komplett spontanes Projekt. Das ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, Digga, ist von Geisterwelle gab es so ein richtig geiles Spiel, das wollte ich unbedingt spielen. Das habe ich mir gerade einfach. Ich habe einfach mal die ISO runtergeladen, habe es jetzt auf meinem PlayStation 2 Monate auf meinem PC mit dem Xbox 360 Controller gespielt und jetzt auch komplett durchgespielt mit euch im Let's Play. War auf jeden Fall richtig geil. Das war auch das erste Mal, dass ich das Spiel überhaupt durchgespielt habe. Damals, ich habe es einfach nur bis zu diesem Garten durchgespielt und dann gar nicht mehr so. Jetzt habe ich es auch wirklich komplett durchgespielt. Wallah, war ein geiles Spiel und ja, Freunde. Naja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Seid gespannt, was als nächstes Projekt kommt. Checkt die mit zum Fick, die Juden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.